Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon 2 Forbidden West. Und wir machen weiter, wo wir natürlich aufgehört haben mit einer Nebenquest. Ja, ich soll da hochklettern. Dann klettern wir mal da hoch. Schauen wir mal, wo ich. Ach, da. Okay. Eine gute Farbe. Na, bin schon oben angekommen. Oh. Sind alle hier? Diese Tenakt sehen verletzt aus. Was ist passiert? Sieht aus, als ob die Person hier verantwortlich ist. Ich sollte mit dir sprechen. Mauerbrecherin. Ja. Wenn du den Marsch Dankeschön. Der Zehn sehen willst, dann hast du Pech. Eigentlich suche ich nach einem gewissen Pento. Pento? Der arme Kerl war schon vor dem Sturm so gut wie tot. Du gehst zu weit, Soldat. Wovon redet er? Der Junge, den du suchst, ist noch auf dem Berg, zusammen mit zwei anderen. Pento kletterte als einziger entgegen der Tradition, ohne Partner. Sieht schlecht für ihn aus. Und so leid's mir tut, so war es von Anfang an. Was das Leben als Tenakt angeht, kriegt er nicht besonders viel hin. Und jetzt? Wollt ihr einfach hier warten? Solltet ihr nicht Hilfe holen? In diesem Sturm jemanden zu finden, ist unmöglich. Die drei sind jetzt dem Berg ausgeliefert. Das werden wir sehen. Aber zuerst noch ein paar Fragen. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Du sagtest, noch zwei andere Kletterer werden vermisst. Nur einer. Die andere ist schon hier. Sika. Rocco und ich. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Jemand muss da hochgehen. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das brauche ich auch nicht. Ich komme wieder. Bist du verletzt? Wenn der Sturm zu heftig wird, kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen. Ich folge den Markierungen. Sie führen mich zum Start. Hoffentlich schmeckt so gut, wie es aussieht. Jo. Ah, warte mal, da geht's lang, oder? Der Schneefall ist stark. Markierungen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Roscher. Dieser Tenakt braucht Hilfe. Hab ich das schon. Ich danke dir. Alles okay? Nicht wirklich. Aber geht schon. Ging aber schnell. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt. Meine Partnerin? Ja. Die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Ich dachte, das war's. Dann packte mich jemand und zog mich heraus. Es war Pento. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, wohin er ging? Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar.
Schaffst du es allein bis nach unten? Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Geh. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die Zehn mit dir sein. Hm. Ich muss Pento finden, bevor ihm etwas zustößt. Klimme den Berg. Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Das müssen Pentos Spuren sein. Hoffentlich kann ich ihn einholen. Offenbar hat die Lawine große Teile des Kletterpfads zerstört. Was denn du? Da. Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Jo. Nützlich, um Farben herzustellen. Pento kam hier vorbei. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Ach so. Geschafft. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Aus dem Weg! Hoffentlich ist das Pento. Löschwassermunition dürfte das hinkriegen. Löschwassermunition? Was ist denn Lösch? Löschwassermunition habe ich nicht. Sieht aus, als bräuchte er Hilfe. Wer ist da? Eine Freundin! Ja. Alter. Hm. Pento? Kennen wir uns? Vekata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein, ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis.
Hör zu. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Toll, ich muss wieder alles vormachen. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Aloy. Ich bin Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Doch offen... Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass es nur der Wind war. Oha. Sackgasse. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Ist aber leider keine große Hilfe. Das war unglaublich! Ich fälle diesen Baum. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Habe ich absolut nichts dagegen. Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen können. Ja. Du bist ja für alles ausgerüstet. Ja. Danke. Schon. Klettern wir mal los. So ein Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft! Was ist das? Na, geht doch! Unfassbar, wir haben es geschafft! Machen wir uns zum Gipfel auf. Frostklaue! Nichts mehr. Die erledigen wir. Na los! Erstmal plündern. Warte! So.
Ich bin schneller als du. Geschafft. Der Sturm. Er lässt nach. Mhm. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du hast es aber gar nicht alleine geschafft, mein Freund. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Und die Aussicht ist auch gut. Ja. Ich könnte auch eine Schnellreise machen. Dann wäre ich auch schneller da. Da der Sturm sich gelegt hat, sieht alles so friedlich aus. Lol. Das tat weh. Aber solange ich noch stehen kann. Ja, okay, der Sturm auf jeden Fall nachgelassen. Ich sollte bald unten beim Vater kommen. Kento, kann ich weit zurück sein? Ein Moment, Leute.
So, weiter geht's. Ja, ja. Da sind ja alle. Aloy. Sie ist zurück. Klar bin ich zurück. Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jacka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pinto! Au! Hier ist die Blutkrone. Als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der, ein Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Dann sind wir hier fertig. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon, ich komme nach. Hier, zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pinto. So, Quest erledigt, die Nebenquest. Schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Okay. Jo, dann können wir weiter diese Hauptgeschichte machen. Genau. Was? 3176 Schritte bis dorthin? Ach du meine Güte. Da kann ich doch mit Sicherheit eine Schnellreise hinmachen, oder? So aus dem Schnee heraus. Ja, kann ich. Machen wir das. Ich steige lieber ab. Das ist kein Ort für eine Maschine. Sie gehört zu uns. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Ja, alles klar. Die Kohlrut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Alles klar. Wache. Hinter dem Thron.
Hier geht es wohl zur Arena. Rede mit Hikaru. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Sein. Was habe ich denn da bekommen, mein Outfit? Aha. Aloy. Ja, bitte? Du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Diese Kulrut ehrt die gefallenen Marschälle. Und da ist die Fremde, die Kulrut gerettet hat. Die Wächter. Das ist eine Zeremonie. Ja, ja. Was kann ich updaten, ja. Ah, toll. Ja, okay. Outfits Upgrade. Wow. Ah.
So. Keine Unterhaltung. Was? Der Geist. Irgendwas aufladen? Nein, jetzt alles okay. Das Regala wird bald zuschlagen. Und wir sind bereit. Heute ist ein stolzer Tag. Der Tiefländer hat seine beste Zeit schon hinter sich. Die letzte Schlacht gegen Regala. Mein Herz schlägt voller Erwartung. Da ist Pekuti. Mit seinen Schlägern. Ja. Möge deine Rüstung bestehen. Seht, Kamerad. Ehre und Kraft. Streiterin des Häuptlings, welche Ehre. Hm. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Ehre und Kraft. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Abends sein. Doch schon. Wir sind bei diesem Kampf. Ja, Leute, das war's schon wieder. Die Zeit ist um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut doch mal bei YouTube vorbei. Gaming Michael BO. Und liked doch und kommentiert doch meine Videos. Das wäre super toll. Und wenn ihr auch mögt, lasst auch gerne ein Abo dort. Das würde mich auch freuen und weiterbringen. Und genauso wie auf Twitch, das heißt ich xxmichaelbo. Wenn ihr keine Lives mehr von mir verpassen wollt, dann folgt mir auch dort. Somit sage ich einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.